Sehr geehrter Herr Professor Dr. Hoch, sehr geehrter Herr Dekan Bartels, ich werde Ihr Angebot bestimmt annehmen, weil ich natürlich auch hoffe, dass ich was dazulerne, wenn ich bei Ihnen hier zu Gast bin. Meine sehr geehrten Damen und Herren, haben Sie erstmal herzlichen Dank, Herr Rektor, für die Ehre, vor Ihnen hier an der Universität und in diesem so bedeutenden Jahr sprechen zu dürfen und für die Einladung, mit der in der deutschen Politikwissenschaft ja durchaus bedeutenden philosophischen Fakultät über Fragen der europäischen Entwicklung zusammenzuarbeiten. Eines der Probleme können Sie hier oben schon beobachten. Ich habe meinen Vortrag Europa in einer unbequemeren Welt genannt. Das steht auch links daneben. Aber das passiert uns Deutschen gelegentlich, dass wir das miteinander verwechseln. Das ist eines der Probleme in Europa. Aber da sind wir in guter Gesellschaft. Ihre Entscheidung in Bonn, also quasi in Sichtweite Frankreichs und der Benelux-Länder, den Gründern Europas, zu den inneren und äußeren Herausforderungen Europas einen neuen Schwerpunkt an der Arbeit Ihrer Hochschule aufzubauen und sich dabei vor allem auch dem deutsch-französischen Verhältnis zu widmen, ist wirklich großartig, und dass Sie mich eingeladen haben, daran mitzuwirken, dafür danke ich Ihnen herzlich. Gerade in einer Zeit, in der so viele an Europa zweifeln, in der wir uns an Frieden und Wohlstand gerade in unserem Land offenbar so sehr gewöhnt haben, dass wir vergessen, dass dies immer noch die Ausnahme in der jüngeren Geschichte unseres Landes ist, brauchen wir solche Initiativen. Ich gebe zu, dass ich mit dieser Zusammenarbeit hier an der Universität Bonn zum Thema Europa für mich auch etwas anderes verbindet. Wir leben ja in der Berliner Republik, die eine ganz andere ist als die Bonner, schneller, härter und vielfältiger in ihren Aufgabenstellungen. Aber die Berliner Republik hat die Bonner Republik als ihre Voraussetzung und Grundlage. Dazu gehört mehr als die Verfassung und die Entwicklung eines demokratischen Rechts- und Sozialstaates, der hier in Bonn entwickelt wurde. Es war auch der Blick der Bonner Republik auf die Nachbarländer und deren Blick auf uns, der die Berliner Republik überhaupt möglich hat werden lassen. Erst die jahrzehntelange Erfahrung, dass Westdeutschland und die Bonner Politik keine Sonderwege gehen, verlässliche und friedliche Bündnispartner waren, ihre eigenen Interessen zwar nachdrücklich verfolgten und dabei trotzdem sich immer um den Ausgleich mit den Interessen unserer europäischen Nachbarn kümmerte, erst das ermöglichte die Wiedervereinigung und das Entstehen einer gesamtdeutschen Berliner Republik. Dieser Blick auf die europäischen Nachbarn war zu Bonner Zeiten immer einer auf Augenhöhe, gerade auch gegenüber den kleineren Mitgliedstaaten. Dass Deutschland vor allem wirtschaftliche Führungsaufgaben wahrzunehmen hatte, ergab sich fast zwangsläufig. Eine politische oder gar moralische Führung Europas hätte sich die Bonner Republik aus den unterschiedlichsten Gründen nie angemaßt. Und selbst die ökonomische Führung wurde eher mit unsichtbarer Hand vorangetrieben als lautstark und fordernd. Vieles davon hat sich auch in die Berliner Republik übertragen, aber in den letzten Jahren wuchs sozusagen auch häufig das Gegenteil. Unser Land wird aufgefordert, Führung auszuüben, aber gelegentlich tun wir das mit wesentlich weniger unsichtbarer Hand und machen mal mehr mit dem Mund. Mir ist der Satz eines früheren französischen Ministerpräsidenten Manuel Valls in Erinnerung geblieben. Er hat sich bei mir sehr eingeprägt. Gesagt wurde dieser Satz mitten in der Flüchtlingskrise anlässlich der deutschen Empörung darüber, dass viele europäische Mitgliedstaaten, darunter auch Frankreich, weit skeptischer gegenüber der Aufnahme hoher Flüchtlingszahlen waren als Deutschland. Der Satz von Manuel Valls lautete: Dass Deutschland uns wirtschaftlich führt, daran haben wir uns in den letzten Jahren ja gewöhnt. Dass ihr auch politisch führen wollt, lernen wir gerade. Aber wollt ihr uns jetzt wirklich auch moralisch führen? Dieser Satz drückte zweierlei aus: die Verletztheit eines französischen Politikers darüber, dass die traditionelle europäische Aufgabenverteilung mit Frankreich als politischer Führung und Deutschlands als wirtschaftlicher sich zugunsten von Deutschland verschoben hatte. Und dass er und mit ihm viele andere ihre Empörung Ausdruck verliehen, dass wir die politischen Sorgen, die sich in Frankreich und anderen Mitgliedstaaten mit der hohen Zahl von Einwanderinnen und Einwanderern verbanden,
letztlich diese Sorgen als unmoralisch und unchristlich degradiert haben. Warum erzähle ich das Beispiel? Weil ich der festen Überzeugung bin, dass Europa all die inneren und äußeren Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, am Ende nur wird gewinnen können, wenn wir uns auf Augenhöhe und als Gleiche unter Gleichen begegnen. Das kleine Malta und das große Deutschland, das westeuropäisch geprägte Frankreich mit dem osteuropäischen Polen, die wirtschaftlich erfolgreichen Finnen mit den krisengeschüttelten Griechen. Der Bonner Blick auf Europa wusste, dass Europa nur mit diesem Respekt voreinander wachsen konnte. Dem Berliner Blick wird es gut tun, sich dessen gelegentlich und vor allem in Krisenzeiten zu erinnern. Meine Damen und Herren, die Herausforderungen, vor denen Europa heute steht, sind wirklich groß. Da sind zum einen die inneren Spannungen in ökonomischer Hinsicht zwischen Nord- und Südeuropa, in politischer Hinsicht zwischen West- und Osteuropa. Sie müssen sich jetzt umdrehen, da hängen die ein Plakat über Israel raus. Wenn Sie sich das nicht angucken, sind die enttäuscht. Und dann steht da, Sie müssen das lauter sagen. Ja. Noch Fragen? Haben Sie noch Fragen oder soll ich antworten? Also, was halten Sie davon, wenn ich Ihre Fragen beantworte? Gut, also erstens, ich glaube, es gibt wenige Länder, in die ich so oft gereist bin und zu denen ich ein so intensives Verhältnis habe wie Israel. Das hat zwei Gründe. Der eine Grund ist mein Vater, der bis zum letzten Tag seines Lebens vor wenigen Jahren ein überzeugter Nationalsozialist war. Und das andere ist die Familie meiner ältesten Tochter, in denen wir Auschwitz-Opfer haben. In meiner Familie gibt es Auschwitz-Leugner und Auschwitz-Opfer. Wer in einer solchen Familie groß wird, der kann gar nicht anders als ein intensives Verhältnis zu Israel entwickeln. Und der Satz Angela Merkels, der Schutz und die Sicherheit Israels gehört zur Staatsräson in Deutschland, den halte ich für richtig. Das, gucken Sie mal, hören Sie mal zu, wenn Sie an der Uni sind, müssen Sie sich angewöhnen, wenn Sie schon jemanden herausfordern, sich dessen Antwort anzuhören. Und ich hoffe, Sie kommen in das Seminar. Denn wir werden ja nicht alle... Na, passen Sie auf. Sie werden jetzt feststellen, sind Sie zugelassen worden? Ich lade Sie persönlich ein und hole Sie am Eingang ab. Sie können davon ausgehen, dass ich mit derlei Veranstaltungen über eine gewisse Erfahrung verfüge. Das Zweite ist, was mich aber nicht daran hindern darf, ist die Politik der israelischen Regierung zum Beispiel gegenüber den Palästinensern zu kritisieren. Und ich meine... Man kann in Deutschland, damit Buh rufen wird es ja nicht besser. Man kann in Deutschland zwei Dinge tun. Man kann seinen Antisemitismus unter dem Deckmäntelchen der Kritik an Israel verbergen. Dagegen muss man sich wehren. Man kann aber auch das Gegenteil tun und ein angemessenes Verhältnis zu Israel deshalb nicht entwickeln, weil man stillschweigt zur israelischen Politik. Beides ist dem israelischen Staat, der ein jüdischer und demokratischer Staat sein will, nicht angemessen. Zweitens, warum bin ich in den Iran gefahren? Weil wir gemeinsam mit Frankreich und Großbritannien, mit den Vereinigten Staaten, mit China und Russland eines der wichtigsten Abkommen geschlossen haben, das derzeit in Gefahr ist. Das ist übrigens einer der wenigen Lichtblicke der vergangenen Jahre, dass Diplomatie Frieden sichern kann. Wir hatten am Abkommen beschlossen, das dazu führt, dass der Iran auf seine Entwicklung eines Nuklearprogramms für die Herstellung von Atomwaffen verzichtet. Und dieses Abkommen ist in großer Gefahr. Wenn das Abkommen scheitert, warum soll dann eigentlich ein Staat wie Nordkorea sich darauf verlassen, dass ein Abkommen mit anderen am Ende eingehalten wird? Wenn die Vereinigten Staaten dieses Abkommen mit dem Iran kündigen, warum soll Nordkorea glauben, dass ein Abkommen mit den Vereinigten Staaten über die Entnuklearisierung der koreanischen Halbinsel dann eigentlich von Dauer sein wird? Die Folge,
Die Folge wird sein, dass mehr Länder als bisher versuchen werden, sich in den Besitz von Nuklearwaffen zu bringen. Und der dritte Punkt, den Sie angesprochen haben, zu dem von Ihnen offensichtlich nicht so geschätzten Wladimir Putin, sage ich nachher noch was, wenn Sie meine Rede noch ertragen können nachher. Die dritte Frage ist, was ist mit der Türkei? Die Türkei ist ein mehr als komplizierter Partner. Allerdings eins, vor einem kann ich nur warnen. Zu glauben, dass wir die Bindungen an die Türkei kappen sollten, das wird jedenfalls im Ergebnis das Leben in Europa nicht sicherer machen. Dieses Land ist aus guten Gründen auch während seiner Militärdiktatur zum Beispiel Mitglied der NATO geblieben, weil wir nie wollten, dass es sich nach Osten wendet. Und weil eines jedenfalls klar ist, wäre die Türkei nicht mehr in den NATO-Vertrag und damit in den Schutz des Artikels 5, dem Beistandspakt der NATO, eingebunden, was würde die Türkei dann tun, um ihre Sicherheit zu gewährleisten? Ungefähr das Gleiche, was der nordkoreanische Diktator sich derzeit auch überlegt. Deswegen, dazu komme ich in der Rede, ist die Welt nicht nur mit moralischen Kategorien zu vermessen. Es wäre gut, wenn es so wäre. Aber ich wiederhole mal, was ich nachher auch noch mal sagen werde. In einer Welt von Fleischfressern hat man es als Vegetarier relativ schwer. Und deswegen rate ich dazu, dass wir relativ kühl analysieren, was sind eigentlich unsere Interessen und was sind die anderer Länder? Und dann nach Wegen suchen, damit klarzukommen. Ein letztes Wort zum Thema Waffenexport. Das ist aus meiner Sicht eines der schwierigsten Themen, was ich in meiner politischen Zeit zu behandeln hatte. Ich möchte Sie nur ein bisschen verunsichern in dem Glauben, dass man auf die eine oder andere Weise sich sicher sein könnte, man wäre bei seinen Entscheidungen auf der richtigen Seite. Wir haben gegen deutsches Gesetz oder gegen deutsche Waffenexportrichtlinien den Peschmerga Waffen geliefert, als der Islamische Staat versucht hat, die Jesiden auszurotten. Übrigens, der leider zu früh verstorbene Pazifist Rupert Neudeck, Pazifist, hat uns dringend darum gebeten, das zu tun. Die Jesiden, die Volksgruppe, wäre sonst ausgelöscht worden. Wir wussten, dass es möglich sein kann, dass die kurdischen Einheiten diese Waffen irgendwann auch in einem innerirakischen Konflikt für einen Separationskrieg missbrauchen konnten. Wir standen vor der schwierigen Aufgabe, sollen wir Waffen liefern und die Gefahr eingehen, dass genau die gleichen Waffen später mal zu einem Zweck eingesetzt werden, den wir nicht wollen? Oder sollen wir Waffen nicht liefern und dann mitverantwortlich dafür sein, dass die Jesiden ausgerottet werden? Vor solchen moralischen Dilemmata stehen Sie bei der Frage. Wir glauben immer, wenn wir etwas nicht liefern, dann seien wir auf der sicheren Seite und klopfen uns moralisch auf die Schultern. Das kann man machen, wenn man in einem sehr sicheren und bequemen Land wie Deutschland lebt. Der ägyptische Präsident ist vermutlich nicht das, was wir uns unter einem Demokraten vorstellen. Sollen wir dem jetzt eigentlich Waffen liefern, ja oder nein? Die Mehrzahl wird sagen nein. Er hat aber ein paar tausend Kilometer Grenze zu Libyen. Wenn Herr Gaddafi uns etwas hinterlassen hat, dann Waffenlager in Libyen. Diese Waffenlager werden geleert und von Waffenhändlern durch Ägypten nach Westafrika gebracht, wo sie in den Händen von Boko Haram und anderen Terroristen dazu eingesetzt werden, Mädchen zu entführen. Sollen wir Herrn Sisi jetzt also Radpanzer liefern, um die Grenze zu Libyen zu sichern und das, was die Israelis, sie sagen da, wir sind für Israel, Israelis bitten uns, dass wir ihm Radpanzer liefern, damit er auf dem Sinai den Islamischen Staat bekämpfen kann? Oder machen wir das nicht, weil wir wissen, dass diese Radpanzer möglicherweise bei der nächsten Demonstration in der Mitte von Kairo auch gegen Demonstranten genutzt werden können? Ich kann Ihnen nicht sagen, was in jedem Einzelfall die richtige Entscheidung ist. Ich rate nur jedem, der darüber redet, nicht zu glauben. Mit seiner Entscheidung stände er auf Dauer auf der richtigen Seite. Das Einzige, was Sie bei der Entscheidung von Rüstungsexporten machen können, ist, sich darüber im Klaren zu sein, dass Sie eine Riesenverantwortung übernehmen und dass Sie mit der Verantwortung, wenn Sie sie ausüben, immer Fehler machen können. Was Sie nicht machen werden, ist, mit einer Entscheidung sicher zu sein, dass Sie damit den Frieden sichern. Das wollte ich mit ein paar Beispielen, ich könnte derer mehr erzählen, nur erläutern. Ich hoffe, ich habe jetzt ausreichend auf Ihre Fragen jetzt geantwortet, den Rest machen wir im Seminar. Einverstanden?
Das ist deren Und übrigens, ein Botschafter Israels in Südafrika hat das vor ein paar Wochen gerade bestätigt. Machen Sie es doch nicht so einfach und versuchen Sie doch, die Komplexität der Auseinandersetzung klarzumachen. Natürlich ist Israel nicht Südafrika, jedenfalls nicht das Apartheid-Südafrika, denn Israel ist noch immer ein demokratischer Staat. Das erleben wir gerade, indem die israelische Justiz Netanjahu anklagt. Das wäre in Südafrika vermutlich eher weniger der Fall gewesen. Natürlich ist das nicht zu vergleichen, aber fahren Sie mal nach Hebron und gehen Sie dort mit Palästinensern durch den Ort und erleben Sie, wie das Leben einer Frau ist mit einem behinderten Kind, das nicht mal eben raus aus der Wohnung kann zum Arzt, sondern sich 48 Stunden vorher bei der israelischen Armee anmelden muss, damit sie den Arzt erreichen kann. Und dann fragen Sie die, ob sie glaubt, dass sie mit dem, was wir hier gerade machen, ihre Lebensrealität angemessen beschrieben erfährt. Nein, das tut sie nicht. Meine Bitte ist, weil Sie jung und Studierende sind, nehmen Sie sich die Zeit, die Komplexität der Welt zu erfassen und reduzieren Sie sich auf das Niveau, was Sie gerade auf den Transparenten aufgeschrieben haben. Meine Bitte. Aber um mal versöhnlich zu sein, das letzte Mal, als ich an der Uni Bonn war, habe ich mit solchen Transparenten im Hofgarten gestanden. Also ich bin auch nicht viel besser als Sie. Also Sie haben die Chance, erst Außenminister und dann Vorleser hier an der Uni zu werden mit dem, was Sie gerade machen. Das ist eine gerechte Strafe für die Jugendsünden. Jetzt versuche ich mal, sonst überziehe ich ja meine Zeit. Der Rektor wird schon nervös. Aber es soll ja auch nicht ganz so ernst sein. Zurück zu Europa. Unterschiede zwischen Nord und Süd, zwischen Ost und West, aber übrigens auch zwischen Nordwest und Südost in Fragen von Korruption, schlechter Regierungsführung. Eine Teilung Europas in dreifacher Hinsicht. Und dann dazu die globalen Veränderungen, die Europa erlebt. Die Entwicklung einer globalen, datengetriebenen Ökonomie setzt die klassischen Erfolgsmodelle europäischer Wirtschaft unter massiven Wettbewerbsdruck, gerade uns hier in Deutschland. Die Vereinigten Staaten verlassen die von ihnen selbst geschaffene internationale Architektur der Liberal Order. Sie folgen einem neuen Kosten-Nutzen-Kalkül, bei dem sie erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg Vorteile, die sie für die Aufrechterhaltung ihrer internationalen Rolle erwachsen, nicht mehr ausreichend ansehen, um deren Kosten zu rechtfertigen. Das hat gewaltige Konsequenzen für uns in Europa, denn damit droht das auseinanderzubrechen, was wir bislang den Westen genannt haben. Im Kern ein transatlantisches Bündnis zwischen Europa und den USA, zu dem aber auch Länder wie Kanada, Australien, Japan gehören und an dem sich viele andere in der Welt bislang orientierten. Dann das neu entstehende Vakuum, das durch den Rückzug der Amerikaner aus der internationalen Ordnung sich entwickelt hat, in das treten neue Kräfte ein, China vor allem. Die neue Seidenstraße-Initiative ist dafür nur ein Symbol. Denn spätestens nach dem letzten Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas ist klar, dass hier ein Land seinen inneren Aufbaupfad als ausreichend stabil erachtet, um nun durch eine weitaus engagiertere Außen- und Interessenpolitik seine Unabhängigkeit dauerhaft zu sichern und wirtschaftlich, politisch, aber übrigens auch militärisch international Einfluss zu nehmen. Aber auch andere Mächte drängen in das Vakuum, das die USA mit uns gemeinsam im Westen hinterlässt. Russland, Iran, die Türkei zeigen gerade in Syrien, dass wir Europäer, mal abgesehen von Nebenrollen der beiden Sicherheitsratsmitglieder Großbritannien und Frankreich, schlicht und ergreifend als Faktor zu vernachlässigen sind bei der Neuordnung dieses Landes. Und auch in allen anderen Brandherden des Nahen Ostens spielen wir Europäer keine oder nur eine Nebenrolle. Im Konflikt Saudi-Arabien mit dem Iran, im Konflikt am Golf, im Jemen, und leider auch im Palästina-Konflikt. Die bittere Wahrheit ist, wir halten Vorträge, beklagen die Lage und fordern die Achtung des Völkerrechts ein, während eine andere die Machtachsen in der Region grundsätzlich verschieben oder es zumindest versuchen. Mensch, Transparente hochhalten und dann abhauen, das geht nicht. Wehe, ihr kommt nicht in das Seminar. Ich warte nur, bis Sie da durch sind, sonst. Mensch, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Humor ist, wenn man trotzdem lacht.
Und nicht zuletzt Afrika, eine große Herausforderung für Europa. Der Kontinent verdoppelt bis spätestens 2050 seine Bevölkerungszahl auf 3 Milliarden Menschen. Die europäische Zukunft wird also bei weitem nicht nur von der Bewältigung unserer inneren Spannungen bestimmt. Allerdings sind die äußeren Herausforderungen nur mit einem stärker geeinten Europa zu meistern und von beidem sind wir ein gutes Stück entfernt. Wer die Lage in Europa nüchtern analysiert, wird schnell merken, es sind nicht neuer Nationalismus und Populismus, die Europa bedrohen, sondern unsere eigene Unfähigkeit, angemessene Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit zu finden. Erst das politische Vakuum ermöglicht es Populisten und neuen Nationalisten, ihre Antwort in Europas Gesellschaften zu verankern. Ich will mich deshalb heute und in den Veranstaltungen dieses Semesters mit den daraus erwachsenen Fragestellungen auseinandersetzen. Meine Damen und Herren, der liberale Intellektuelle Ralf Dahrendorf hat einmal schon fast einen vernichtenden Satz über Europa gesagt. Europa hat keine Gestaltungsmacht. Jedenfalls hat es kein europäisches Interesse, das diese Gestaltungsmacht formieren könnte. Das war im Jahr 2000, als Dahrendorf das in einem Interview sagte. Der Satz ist aus heutiger Sicht vielleicht etwas erklärungsbedürftig. Kurz gefasst würde ich sagen, Dahrendorf wollte warnen, in der Außenpolitik nicht zu viel von Europa zu erwarten. Sein Befund war nicht überraschend. Europa ist nach innen gegründet, um Frieden nach innen zu schaffen und Wohlstand nach innen zu entwickeln. Als weltpolitischer Akteur blieben Frankreich und Großbritannien und natürlich vor allen Dingen die Vereinigten Staaten. Und auch nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und der Wiedervereinigung Deutschlands ging es vor allen Dingen nach innen aufwärts. Die europäische Konzeption war nach wie vor nicht nach außen gerichtet. Ende des Jahrhunderts schien die Welt auch sonst ziemlich in Ordnung. Die Globalisierung schritt voran. Die USA steuerten als Sieger des Kalten Krieges auf einen unipolaren Moment zu. Osama bin Laden war uns allen unbekannt und Francis Fukuyama sprach vom Ende der Geschichte. Aber die Welt ist seitdem weit unbequemer geworden, als wir Ende des letzten Jahrhunderts und Anfang dieses Jahrhunderts dachten. Und nun merken wir, dass es selbst bei erheblicher wirtschaftlicher Prosperität keinen bequemen Platz an der Seitenlinie internationaler Politik mehr für uns gibt. Weder für uns Deutsche noch für uns Europäer. Entweder wir versuchen selbst in dieser Welt zu gestalten, sind handelndes Subjekt, oder wir werden zum Objekt vom Rest der Welt gestaltet. Ohne alarmistisch wirken zu wollen, glaube ich, dass wir in den kommenden Jahren Weichenstellungen sehen werden, wie sie vermutlich nur alle paar hundert Jahre erforderlich sind. Ein weiter Blick zurück zeigt, was ich damit meine. Zu Beginn des 15. Jahrhunderts entsandte der portugiesische Fürst Heinrich der Seefahrer seine Schiffe entlang der Küsten Westafrikas, den Seeweg nach Indien zu suchen. Abenteuerlust, sicher auch Gier, vor allem aber Risikobereitschaft waren die Gründe, warum Seeleute diese gefährliche Reise ins Unbekannte auf sich nahmen. Das war der Beginn des europäischen Aufstiegs in der Welt. Jahrhundertelang dominierten die Ideen Europas die Weltgeschichte. Etwa zeitgleich zur Mitte des 15. Jahrhunderts fiel in China auch eine, aber ganz entgegengesetzte Entscheidung. Der chinesische Kaiser ließ seine bis dahin mehr als 300 Jahre dominierende Schatzflotte einmotten. Zu viele Probleme waren im Land zu bewältigen und Wohlstand und Sicherheit schienen im Reich der Mitte mit seinen Nachbarn wirklich ausreichend vorhanden. Das war der Beginn vom sachten Abschied Chinas aus der Geschichte der folgenden 600 Jahre. Was also werden in 600 Jahren die Historiker über unsere Zeit schreiben? Der Beginn eines neuen chinesischen Zeitalters und der sachte Ausstieg Europas aus der Weltgeschichte? Oder finden Sie in den historischen Dokumenten die Erklärung dafür, dass Europa erneut bereit war, in eine risikoreiche und gefahrenvolle Welt einzutreten, um mit anderen im fairen Wettbewerb und mit Respekt für andere seine Interessen trotzdem in der Weltpolitik zu behaupten? Noch ist die Antwort auf diese Frage offen. Dahrendorf wies in seiner unbarmherzigen Art also auf ein Problem hin, dessen Tragweite wir uns erst jetzt richtig bewusst werden. Die Europäische Union ist kein Faktor in der Welt. Ohne die enge Verbindung an die Vereinigten Staaten wird sie es in Zukunft erst recht nicht sein. Das wirft die Frage auf, ob und wie wir diese Verbindung in veränderter Form beibehalten können
und was wir selbst als Europäer tun müssen, um zu einem Faktor der Weltpolitik zu werden. Die hier sitzenden Studierenden werden in einer Welt tätig sein, in der Asien größer ist, Lateinamerika größer, Afrika größer und Europa kleiner. Nicht nur vom relativen Gewicht, sondern auch absolut. Wir kennen zwar die Theorie des Kinderkriegens noch, mit der Praxis ist das so eine Sache. Die andere Welt wächst, wir werden kleiner, selbst die starken Deutschen werden alleine auf der Welt keine Stimme mehr haben. Was müssen wir also tun, um Faktor der Weltpolitik zu werden? Dazu gehören wirtschaftliche Mittel, politische, kulturelle, aber übrigens im Zweifel auch die Bereitschaft zum Einsatz militärischer Mittel. Ohne wirkliche Machtprojektion Europas jedenfalls werden sich fragile Staaten nicht an uns wenden, wenn sie Hilfe und Partner brauchen. Europa aber kann nicht gestalten, solange es seine eigenen europäischen Interessen nicht klar definiert. Und ohne diese Definition der eigenen Interessen hapert es auch an der Machtentfaltung. Das Problem ist allerdings, dass es ein europäisches Interesse derzeit gegenüber den weltweiten Herausforderungen noch nicht gibt, dafür aber immer stärker divergierende nationale Interessen. Weltweit befinden wir uns nach wie vor in einer Übergangsphase der Weltordnung. Von der einstmals bipolaren Ordnung mit klaren Spielregeln hin zu einer Zeit noch unbekannter Ordnung mit ganz neuen Spielern. Lange hat der zunehmende Takt von Krisen rund um den Globus vor allem Staunen erweckt und mittlerweile lassen sich aber Muster erkennen, die für ein weltweit engagiertes Europa besorgniserregend sind. Sie lassen sich grob in zwei Kategorien gliedern. Der Zerfall von Staaten in unserer Nachbarschaft führt zu drastischer Zunahme von Konflikten, sind grenzüberschreitend und destabilisieren ganze Regionen. Gleichzeitig sorgt das offensive Agieren aufstrebender Staaten wie China, Indien, aber auch unserer Nachbarstaaten, die Entwicklung in Russland, der Türkei, im Iran dafür, dass die globale Ordnung, aber auch regionale Machtgefüge ins Rutschen geraten. Verschärft wird dieser Prozess durch Gegenbewegungen zu den Trends der Globalisierung und Demokratisierung, die lange dominierten. Bewährte Prinzipien und Grundlagen der internationalen Beziehungen wie der Multilateralismus, das Völkerrecht und die universelle Gültigkeit der Menschenrechte werden in Frage gestellt, von manchen durchaus unbekümmert und von anderen unverfroren. So werden die Grundlage von Sicherheit und Wohlstand in Frage gestellt, das Risiko von Handelskriegen, Rüstungswettläufen und bewaffneten Konflikten wächst. Meine Damen und Herren, das bleibt nicht ohne Folgen für die Methoden und Strukturen der internationalen Politik. Das in der Charta der Vereinten Nationen und in zahlreichen Verträgen kodifizierte Völkerrecht befindet sich in einer tiefen Krise. Mit der Annexion der Krim hat Russland die territoriale Souveränität der Ukraine und das Gewaltverbot der Vereinten Nationen verletzt. Das Pariser Klimaabkommen leidet unter der Absage der USA und ebenso steckt die multilaterale Ordnung des internationalen Handels in der Kritik. Die neue amerikanische Administration hat eine andere Philosophie. Sie richtet sich bilateral aus, sucht Deals entlang der Vorgabe America First. Und das, was Sie in der nationalen Strategie der USA, der Sicherheitsstrategie wiederfinden, das finden Sie in ähnlicher Weise bei Russland, im Iran, in der Türkei, in China. Die Idee, Nationen machen miteinander Verabredungen und die internationale multikulturelle Ordnung ist nebensächlich, ist leider keine alleinige Idee des Weißen Hauses. Und noch gefährlicher, die Atommächte und Garantoren der Nichtweiterverbreitung nuklearer militärischer Fähigkeiten haben nicht verhindern können, dass sich immer mehr Staaten Atomwaffen verschaffen oder das anstreben. All das passiert nicht in weiter Ferne, sondern ganz in unserer Nähe. Die Entscheidung der Briten für den Ausstieg aus der Europäischen Union und die Wahl des US-Präsidenten Donald Trump haben uns verdeutlicht, dass nicht nur die böse Welt da draußen sich ändert, sondern dass wir auch selbst mittendrin sind in diesen Veränderungen. Take back control, make America great again, das sind die Schlachtrufe unserer Zeit. Back und again, die Worte sagen es. Es geht um Restauration einer vermeintlich guten alten Zeit. Es wird sich gesehnt nach einer Rückbesinnung auf Grenzen und die vermeintliche Stärke des Nationalstaats. Diese Sehnsucht auf der internationalen Ebene findet sich auch innerhalb unserer Gesellschaften. Dort wird die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich auf Pauschalen der Globalisierung zugewiesen und der wohlige Nationalstaat als Heilmittel angepriesen.
Und wahr ist, die Globalisierung trägt mit technischem Fortschritt und verringerter Macht der Gewerkschaften dazu bei. Larry Summers, früherer Chefökonom der Weltbank und US-Politiker, er ist ein Demokrat, also ein eher Linksliberaler, verlangt deshalb einen verantwortlichen Nationalismus und jüngst stärkere Gewerkschaften. Und für Paul Krugman, US-Ökonom und Nobelpreisträger, ist Globalisierung ebenfalls, jedenfalls teilweise, verantwortlich für die wachsende Ungleichheit. Nach Jahrzehnten des Anything Goes, wenn man den Wahlspruch der Postmoderne mal so apostrophiert, greift eine Sehnsucht nach Ordnung, nach Klarheit, nach Hierarchieraum. Die liberalen Eliten der westlichen Demokratien laufen Gefahr, in ihren oft selbstbezogenen Diskursen dieses gesellschaftliche Bedürfnis nach Klarheit und Ordnung zu unterschätzen. Der britische Journalist David Goodhart sieht eine neue Konfliktlinie zwischen den räumlich gebundenen Somewheres und den freischwebenden Eliten des globalisierten Anywheres. Vor allem aber haben die innergesellschaftlichen Debatten in Amerika und Europa zur Folge, dass wir anders auf die Welt schauen und die Welt anders auf uns. Wir können jedenfalls sicher sein, dass rund um den Globus, nicht nur in Peking, Moskau und Teheran, sehr sorgfältig analysiert wird, wie stark und entschlossen der Westen und speziell Europa in der Verteidigung seiner Werte und Interessen eigentlich ist. Welche neue Weltordnung kann entstehen? Ich halte drei Entwicklung für denkbar. Die G0er-Welt, eine Welt, in der die Macht so breit neu verteilt wird, dass keine Führungsrolle mehr eindeutig vergeben ist. Der US-amerikanische Politikwissenschaftler Ian Bremmer hat sie so beschrieben. Kein Staat oder keine Gruppe von Staaten besitzt einen ausreichend großen politischen und wirtschaftlichen Hebel oder auch nur Willen, eine wahrhaft globale Agenda zu erstellen. Man könnte das auch eine Art westfälischer Ordnung 2.0 nennen, eine Neuauflage des Ringens souveräner Staaten um die Hegemonie und Gleichgewicht, wie sie zur Zeit des Endes des Dreißigjährigen Krieges bis zum Zweiten Weltkrieg geprägt war. Die G2-Welt, das wäre eine Art neue bipolare Ordnung durch den Wettstreit zweier Supermächte, in diesem Fall nicht die alte Sowjetunion und die USA, sondern China und die Vereinigten Staaten. Und die GX-Welt, auch diese Welt hätte viele Pole. Es wären weniger als die G20, die wir kennen, aber sicher mehr als die G7 oder G8. Der entscheidende Unterschied zur G0-Welt wäre die Existenz verbindlicher Regeln und Strukturen, die das Zusammenwirken der Pole eben nicht der jeweiligen Machtbalance und der Kunstfertigkeit der Metternichs und Palmerstons des 21. Jahrhunderts zu verdanken hätte. Mehrpoligkeit bei gleichzeitiger Ordnungsverbindlichkeit wäre das Markenzeichen dieses Systems. Es wird Sie nicht überraschen, dass die dritte Option jedenfalls meine wähle. Aber egal, in welche Richtung sich die Welt entwickelt, nur wenn die Europäische Union ihre eigenen Interessen definiert, wird sie dabei eine Rolle spielen können. Und wir erleben, dass neben uns die Konkurrenz nicht schläft. Vor einigen Wochen hat der russische Präsident in Sotschi Hof gehalten. Zunächst war der syrische Präsident da, dann der türkische und schließlich der iranische. Man feierte den Sieg in Syrien über den IS, den die Anwesenden jedenfalls als sicher glaubten. Eine deutsche Zeitung schrieb dazu: Schwarze Seelen am Schwarzen Meer. Die in Deutschland versammelten Beobachter sahen diese regionalen Mächte und bemerkten, dass sie keine Freunde sind, aber dass sie einiges gemeinsam haben. Sie berufen sich nach innen und nach außen auf ihre historische Größe. Und sie setzen einiges Kapital ein, es dem Westen gelegentlich zu zeigen. Man könnte sagen, Russland und der Iran und andere sind bereit, eine Art Großmachtsteuer für ihren Status zu errichten. Großmachtsteuer in der Form wirtschaftlicher Einbußen, diplomatische Ächtungen hinzunehmen, finanzielle Bestrafungen, vieles wird in Kauf genommen, um den regionalen Führungsanspruch und die nationale Souveränität zu dokumentieren. Das sehen wir an dem Vorgehen Russlands gegenüber der Ukraine. Iran steckt beachtliche Ressourcen in die Unterstützung teilweise terroristischer Milizen in der gesamten Region, um Nachbarstaaten zu kontrollieren. Und die Türkei scheut nicht vor Militäreinsätzen und vor Konfrontationen mit den USA zurück, um ihre Interessen gegen einen kurdischen Nationalstaat unter der Oberhoheit der PKK zu verhindern. Syrien ist insofern der bisherige Höhepunkt des Vormarsches
der drei alten Imperien. Das müssen wir übrigens durchaus selbstkritisch betrachten. Der Westen hat in den vergangenen 7 Jahren zu keiner Zeit eine vernünftige Relation seiner sehr ambitionierten Forderungen und der dafür eingesetzten Ressourcen zustande bekommen. Theodore Roosevelt hat einmal gesagt, für die Außenpolitik, speak softly and carry a big stick. Unsere Syrienpolitik verfuhr eher nach dem gegenteiligen Motto, sprich laut und trag einen kleinen Klüppel bei dir. Das Beispiel des Mittleren Ostens ist naheliegend, um die Vorstellung von europäischer Interessendefinition und Durchsetzung zu illustrieren. Der regionale Ordnungsrahmen war dort seit dem Zweiten Weltkrieg weitgehend durch die USA vorgegeben. Im Jahr 2017 schauen wir auf eine geschwächte Ordnungsprojektion und Gestaltungskraft der USA, die in nahen Mittelost nur noch eingeschränkt staatliche Zerfallstendenzen entgegengewirkt hat oder es auch nur kann. Ob dies durch bewussten Rückzug oder durch fehlende Kraft verursacht wird, ist letztlich unerheblich. Entscheidend ist, dass die USA kein Vakuum zurücklassen, selbst wenn sie glauben, das täten sie. Jedes Vakuum füllt sich sofort. Wie gesagt, zuerst durch Russland. Die russische Militärintervention im Jahr 2015 hat die Dynamik des syrischen Bürgerkriegs Schritt für Schritt gedreht. Sie hat das Assad-Regime militärisch stabilisiert und in der vergangenen Woche konnten wir erleben, wie schnell dieser scheinbar regionale Konflikt sich zu einer wirklich weltweiten Krise auswirken könnte. Hier in Bonn könnte man dazu Konrad Adenauer zitieren. Es hätte noch mal gut gegangen. Und in der Tat, die befürchtete direkte Konfrontation zwischen den USA und Russland in Syrien hat Gott sei Dank nicht stattgefunden. Der gemeinsame Militärschlag der USA, Frankreichs und des Vereinigten Königreichs traf militärische Ziele des Assad-Regimes in Syrien und keine Einrichtungen seiner Verbündeten Russland oder Iran. Was immer an schrillen öffentlichen Stellungnahmen aus Washington und Moskau vor und nach dieser Militäraktion zu hören war, die Backchannels haben offensichtlich funktioniert. Beide Seiten haben darauf geachtet, sich nicht zu nahe zu kommen. Das war ebenso wichtig wie das klare Signal der drei Verbündeten, den wiederholten Einsatz chemischer Massenvernichtungswaffen durch das Assad-Regime nicht einfach hinzunehmen. Denn es besteht unter internationalen Beobachtern kein Zweifel. Das Regime des syrischen Machthabers Assad nutzt in seinem Kampf gegen jedweden Gegner, sei es IS, Rebellen oder die eigene Bevölkerung, chemische Waffen. Es wäre allerdings gut, die dafür existierende Beweiskette auch öffentlich und transparent zu machen, denn spätestens seit den Propagandalügen, damals haben wir das noch nicht Fake News genannt, es gab sie aber schon, der USA und Großbritanniens in den Jahren 2002 und 2003 über den angeblichen Besitz von Massenvernichtungswaffen des irakischen Machthabers Saddam Hussein, sitzt das Misstrauen in der westlichen Welt tief. Allerdings sind die Kriegsverbrechen des Assad-Regimes unübersehbar. Der Einsatz chemischer Kampfstoffe ist nur ein Beispiel unter vielen dafür. Übrigens zählen internationale Beobachter inzwischen 85 Einsätze mit chemischen Waffen. Und anders als für uns und für die Mehrheit der internationalen Staatengemeinschaft ist der Einsatz von Chemiewaffen für die syrische Armee nichts Extraordinäres, sondern ein Mittel der Kriegsführung unter vielen. Schon bei der letzten Auseinandersetzung um einen Giftgaseinsatz war eine Erkenntnis, dass es eben nicht mal eines Befehls von oben bedurfte, weil die militärischen Verantwortlichen ohne jeden Selbstzweifel zu dieser völkerrechtlich geächteten Kriegswaffe greifen, wann immer es ihnen opportun erscheint. Sollte dies auch jetzt der Fall gewesen sein, wäre es aus Sicht der Befehlsgeber nur der 86. Fall und aus ihrer Sicht nichts Besonderes. Thomas Friedman hat in der New York Times vor einigen Tagen eine lehrreiche Geschichte erzählt. Eines Tages stellte ein Beduinenchef fest, dass sein schönster Truthahn gestohlen war. Der holte seine Söhne und erklärte ihnen, dass nun die Familie in großer Gefahr sei und sie sich sofort auf die Suche nach dem gestohlenen Truthahn machen sollten. Die Söhne lachten den Vater aus und fragten, wofür denn dieser Truthahn für die Familie so wichtig sei und suchten ihn natürlich nicht. Auf die Suche begaben sie sich nicht. Eine Woche später bemerkte der Beduinenchef, dass auch sein Lieblingskamel gestohlen war. Er rief wieder seine Söhne und rief sie auf, sich doch endlich auf den Weg zu machen, um den gestohlenen Truthahn zu finden. Am Ende wurde auch noch seine Tochter entführt und der Vater machte seinen Söhnen schwere Vorwürfe. Er sagte, das alles ist passiert, weil die, die uns bestohlen, gemerkt haben, dass sie uns den Truthahn einfach wegnehmen konnten. Und jetzt haben wir alles verloren.
Ich finde diese Geschichte von Thomas Friedman deshalb so gut, weil sie klar macht, dass wir überall auf der Welt damit konfrontiert sind, dass kleine Verbrechen zu großen werden, weil die Weltgemeinschaft nicht in der Lage ist, früh genug am Anfang eines völkerrechtswidrigen Konflikts einzugreifen. Die ständige Selbstblockade des UN-Sicherheitsrates ist mitverantwortlich dafür. Die Folge, immer mehr Regime scheinen bereit zu sein, sich auch über die Minimalstandards, denn Kriegsvölkerrecht beschreibt ja nur das Minimum der Standards in einem bewaffneten Konflikt, sich darüber hinwegzusetzen. Deshalb bleibt es richtig und notwendig, dem Assad-Regime und damit allen anderen ähnlich strukturierten Herrschaftssystemen und Militärs zu zeigen, wir werden nicht wegsehen und auch nicht tatenlos zusehen. Zu den notwendigen Reaktionen gehören politische und wirtschaftliche Sanktionen gegen die Länder, die an der Herstellung und Weiterverbreitung verbotener Waffensysteme beteiligt sind, die Lieferketten nicht unterbinden, und im Falle Syriens eben auch militärische Maßnahmen gegen Anlagen und Einrichtungen, die für den Einsatz chemischer Waffen genutzt werden können. Denn politische oder wirtschaftliche Sanktionen bei Syrien sind wirkungslos. Aber weder wird die militärische Strafaktion vom letzten Wochenende das syrische Militär nachhaltig schwächen, noch ersetzt sie die Notwendigkeit einer Syrien-Strategie des Westens. Und die existiert seit Jahren nicht. So senden die Vereinigten Staaten seit Jahren, und zwar nicht erst seit Donald Trump, sehr unterschiedliche Signale. No boots on the ground war bereits Obamas Antwort auf das Angebot des russischen Präsidenten Wladimir Putin, doch gemeinsam mit gemeinsamem Militäreinsatz in Syrien einen Waffenstillstand durchzusetzen. Seitdem gibt es immer wieder Mixed Messages aus dem Weißen Haus. Mal Truppenrückzug, dann wieder rote Linien, mal Raketenangriff und Drohung nicht nur gegen Assad, sondern gleichzeitig gegen den russischen Präsidenten und das Gegenteil. Russland dagegen ist in dieses von den USA produzierte Vakuum, wie gesagt, eingetreten und füllt es aus. Inzwischen wenden sich selbst die Rebellen gegen Assad an Moskau, weil sie sich dort mehr Einfluss auf die Nachkriegsordnung in Syrien erhoffen als in den USA und im Westen. Von Europa ganz zu schweigen, das im dortigen Konflikt wirklich keine Rolle spielt. Denn schon zu Beginn des Konflikts war der gesamte Westen und Deutschland und Europa eingeschlossen, nicht bereit, wenigstens eine Flugverbotszone gegen die syrische Armee durchzusetzen, weil wir nicht in diesen Krieg hineingezogen werden wollten. Und nun werden wir es zu einem weit höheren Preis doch. Ich erinnere mich noch gut an meine Begegnung mit syrischen Muslimen in Flüchtlingslagern an der Grenze zur Türkei, die verbittert über die Untätigkeit Europas klagten, und natürlich aus ihrer Sicht vermuteten, uns wäre halt das Schicksal von sunnitischen Muslimen egal und deswegen würden wir kein Risiko eingehen, um Assad und seine Macht zu begrenzen. Zu viele Faktoren auf einmal, so lautete 1914 ein Satz im Tagebucheintrag des deutschen Diplomaten Kurt Rietzler. Zuvor hieß es in seinem Tagebuch, das Schicksal ist zumeist ganz dumm und unbewusst und verheddert sich in lauter Zufällen. Aber es ist in dieser verflucht verwirrten modernen Welt so vielgestaltig geworden, weder zu berechnen noch zu begreifen, schreibt er 7 Tage vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Die Beschreibung des damaligen Privatsekretärs des deutschen Reichskanzlers von Bethmann-Hollweg passt ganz gut in unsere Zeit. Nicht, weil wir unmittelbar vor dem Ausbruch eines Weltkriegs stehen, aber, ich zitiere, zu viele Faktoren auf einmal. Das ist auch eine ganz zutreffende Beschreibung unserer heutigen internationalen Lage. Und auch der Hinweis auf die mögliche Verkettung unglücklicher Umstände, in denen sich das Schicksal ganzer Nationen verheddern kann, ist eine gute Warnung. Denn, dass es noch mal Jutjejange ist, heißt nicht, dass es auch in Zukunft gut geht. Meine Damen und Herren, die Bemerkung der deutschen Bundeskanzlerin, Deutschland werde sich an dem Waffengang in Syrien nicht beteiligen, war mehr als verständlich. Denn die zuvor mehr und mehr eskalierende Rhetorik zwischen den USA und Russland hatte in Deutschland die wachsende Angst vor einer direkten Konfrontation zur Folge. Wir Deutschen wollten auf keinen Fall in diesen Konflikt verwickelt werden. So weit, so richtig. Aber ehrlicherweise muss man eben auch zugeben, dass das Auseinanderfallen der Haltungen Frankreichs, Großbritanniens und der USA einerseits und Deutschland zusammen mit anderen weniger prominent sichtbaren EU-Mitgliedstaaten andererseits wieder deutlich gemacht hat, wie weit wir von einer gemeinsamen Haltung wenigstens Europas zu globalen Herausforderungen entfernt sind,
geschweige denn von einer abgestimmten Haltung des Westens. Diese Spaltung ist wirklich gefährlich, weil sie andere Mächte dazu ermuntert, uns zu testen. Der Versuch der Destabilisierung an den Ostgrenzen der Europäischen Union im Balkan, in der Ukraine, im Umgang mit der Türkei und ebenso unübersehbar wie der wachsende Einfluss Chinas direkt auf europäische Entscheidungsprozesse. Je uneiniger wir sind, desto größer ist die Einladung auszutesten, wie weit man uns auseinandertreiben kann. Wer Europa aber einigen will, der muss immer die Perspektive des jemals meist gefährdeten Landes in den Blick nehmen. In der Sicherheitspolitik die Perspektive der Balten und der Polen, in der Finanz- und Wirtschaftspolitik die Lage im Süden Europas oder in der Flüchtlingspolitik die Situation Italiens. Wer America First in Europa kritisiert, darf in Europa nicht das eigene Land genauso absolut setzen. Die Perspektive des Schwächeren einzunehmen, heißt übrigens nicht, seine Haltung zu übernehmen, aber es fördert den gegenseitigen Respekt, das Zutrauen und die Suche nach gemeinsamen Wegen. Das meinte ich mit der anfänglichen Bemerkung auf den Bonner Blick auf Europa, der sozusagen diese Form der gegenseitigen Aufmerksamkeit und des Verständnisses jedenfalls damals berücksichtigt hat. Zwei Konflikte müssen uns in Europa besondere Sorgen machen. Der Konflikt zwischen den USA und Europa in internationalen Handelsfragen und der Konflikt um das Nuklearabkommen mit dem Iran. Es ist keine völlig unrealistische Prognose, dass sich Deutschland und Europa auf einmal in beiden Konflikten mit Russland und China und in einem Boot und gegen die USA befindet. Am Ende macht uns das als Europäer und ich glaube auch die Amerikaner schwächer. Ein schwaches Europa aber wird von niemandem respektiert. Nicht von den Starken, USA, Russland, China, aber übrigens auch nicht von den Schwachen, zum Beispiel viele afrikanische Staaten. Die wenden sich an die Starken und nicht an uns. Die wenden sich an autoritäre Strukturen und nicht an uns, wenn wir schwach sind. Nichts ist deshalb zurzeit wichtiger, als sich weit mehr als in der Vergangenheit eine gemeinsame europäische Strategie in den unterschiedlichen Feldern internationaler Politik zu überlegen. Mit Blick auf Russland ebenso wie mit Blick auf die Türkei, Afrika, China und auch mit Blick auf die USA. Und möglicherweise wird er, der jetzt die USA regiert, länger bleiben als eine Wahlperiode. Auch hier gilt, Trump-Bashing ist einfach. Die transatlantischen Beziehungen zu erhalten ist weit schwieriger, aber für uns Europäer am Ende überlebenswichtig. Die wichtigsten Felder, wie gesagt, die anstehen, sind der internationale Handel und der Erhalt des Atomabkommens mit dem Iran. In beiden Bereichen droht ein schwerer Bruch der transatlantischen Beziehungen. Meine Damen und Herren, ähnliche Rückzugs- und Verdrängungsmuster wie im Nahen Osten können wir auch in anderen Teilen der Welt feststellen, beispielsweise eben in Asien. Ich will wegen der Zeit nur sagen, dass die One Road, One Belt-Initiative, die neue Seidenstraße, eben keine sentimentale Erinnerung an Marco Polo ist. Es ist vermutlich die einzige derzeit existierende große geoökonomische und geostrategische Idee auf der Welt. Das übrigens ist den Chinesen nicht vorzuwerfen. Vorzuwerfen ist uns, dass wir keine eigene haben, um im Interessenausgleich auch mit China zu einer vernünftigen Balance in der Welt zu finden. Meine Damen und Herren, warum schildere ich solche Beispiele so ausführlich? Weil sie zeigen, wie schwierig es für uns Europäer und erst recht für uns Deutsche sein wird, ein strategisches Verhältnis zur Außenpolitik zu finden. Das, was jetzt kommt, ist wahrscheinlich das Schwierigste in unserem Land. Herfried Münkler hat in seinem interessanten Buch zum 30-jährigen Krieg geschrieben, dass er die außenpolitische Klasse in Deutschland hart kritisiert. Er beklagt eine deutsche Fixierung auf das Recht als Bewältigungsform politischer Herausforderungen, die, so Münkler, fast einer Realitätsverweigerung gleichkomme. Oder anders ausgedrückt, die Weltpolitik wird eben nicht vor dem Amtsgericht verhandelt, jedenfalls noch nicht. Man traue sich nicht, so Münkler, schonungslos zu analysieren, was wirklich passiere. Stattdessen schweife der Blick stets zum Horizont moralischer Normen und Imperative. Was fehle, so Münkler, sei politisch-strategisches Denken und die Formulierung eigener Interessen. Wir, so Münkler, geben uns mit der Formulierung von Werten und Normen zufrieden und fühlen uns besonders wohl und auf der richtigen Seite der Geschichte. Andere definieren Interessen. Wir müssen beides tun, Werte und Normen und Interessen formulieren.
Was also ist zu tun? Ich glaube, vor allen Dingen eine realistische Weltsicht entwickeln und sich keine Illusionen machen und die Bereitschaft zur strategischen Kompromissbildung. Dazu gehört zum einen ein neues strategisches Verhältnis Europas zu den USA, natürlich. Und der US-Rückzug aus der Liberal Order ist für uns eine Riesenherausforderung. Die USA waren der Architekt der Weltordnung nach dem Zweiten Weltkrieg, übrigens auch der Architekt Europas. Die Amerikaner hatten einfach keine Lust, zum dritten Mal ihre Söhne in einen Weltkrieg nach Europa zu schicken. Das ist der Grund für den Marshallplan. Es war im amerikanischen Interesse, in Europa zu investieren. Heute erscheint Europa und insbesondere Deutschland eher als Wettbewerber in den Vereinigten Staaten. Ich glaube also, dass wir ein besonderes Augenmerk auf die Entwicklung in Washington legen müssen. Die Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten müssen wir mehr investieren. Und es geht dabei um eine politische Investition, die den Umgang mit der neuen Lage mit einem strategischen Anker versehen muss. Vor diesem Hintergrund müssen wir andererseits auch kühler analysieren, wo wir plötzlich mit den USA über Kreuz liegen. Zwei Beispiele: Die Russland-Sanktionen, die der Kongress im Sommer beschloss, umfassen Tatbestände, die selbst existierende deutsche Pipelines aus Russland betreffen. Die Sanktionen gefährden unsere wirtschaftlichen Interessen existenziell. Und das Zweite habe ich schon genannt, die Auflösung des Atomdeals. In beiden Fällen kann sich weder Deutschland noch Europa leisten, auf Entscheidungen in Washington zu warten oder bloß darauf zu reagieren. Wir müssen selbst unsere Position beschreiben, unter Partnern, aber nicht im Gefolgschaftsverband, sondern an unseren eigenen Interessen orientiert. Das fällt uns nicht leicht. Das ist neu. Deshalb müssen wir als Grundvoraussetzung übrigens auch in unserem Land kräftig in die Analyse und auch in die Lobby der Meinungsbildung bei unseren Partnern investieren. Am Ende scheint mir eines immer noch unbestreitbar zu sein: Europa kann und wird es nicht schaffen, alleine auf der Weltbühne zu agieren. Wir brauchen die Vereinigten Staaten, aber wir werden eben auch in Amerika nur ernst genommen, wenn wir unsere Interessen klar definieren. Dazu gehören Konvergenzen und Differenzen. Der frühere Präsident George W. Bush nannte das mal "The mission defines the coalition". Zum anderen müssen wir unsere Interessen aber natürlich auch gegenüber Russland klarer und kohärenter definieren. Moskau hat die internationale Ordnung mit der Annexion der Krim und der Einmischung in der Ostukraine in Frage gestellt. Das System von Wladimir Putin ist für uns im Westen im Kern antidemokratisch und liegt konträr zu unseren Werten. Es hat aber gleichzeitig als fortgeschrittenste Variante einer illiberalen Demokratie unangenehme Strahlwirkung. Und dennoch bleibt es Europas Nachbar. Und wenn sich Russland von Europa isoliert, wie das der Präsidentenberater Surkow gerade beschrieben hat, er sagt, wir haben jetzt 400 Jahre versucht, nach Europa zu kommen, das ist gescheitert, die nächsten 100 Jahre stehen wir alleine, solitär, dann ist das auch für uns eine dauerhaft komplizierte und manchmal auch bedrohliche Lage. Mehr noch, wenn wir die Gefahr einer weltweiten Verbreitung atomarer Waffenarsenale vor uns sehen, dann wird es ohne Kooperation zwischen den USA, Russland und übrigens auch China nicht gelingen, dem Einhalt zu gebieten. Wir brauchen also bessere Beziehungen zu Russland. Derzeit ist das Vertrauen so grundlegend gestört, dass selbst die Erfolge der 80er Jahre in der nuklearen Abrüstung infrage gestellt wird. Mein Eindruck ist, wir stehen unmittelbar vor der Gefahr eines erneuten, auch nuklearen Wettrüstens hier in Europa. Und niemand hat mehr Grund, seine Interessen klar und mit aller zur Verfügung stehenden Macht einzubringen als Deutschland, denn wir wären im Zweifel die Leidtragenden eines Kalten Kriegs 2.0. Dreh- und Angelpunkt ist dabei die Frage, ob wir Russland für eine Rückkehr zu einer regelgestützten Ordnung gewinnen können, die in Europa so lange den Frieden gesichert hat. Russland muss also auf der Agenda der europäischen Strategieentwicklung stehen. Auf der Suche nach Ansätzen für eine Strategieentwicklung fällt eine Bemerkung der britischen Premierministerin Theresa May unmittelbar nach den Angriffen des letzten Wochenendes in Syrien auf. Nicht Regime Change, so Theresa May, in Syrien sei das Ziel des Militärschlags, sondern ein klares Zeichen, dass die beteiligten Länder den Einsatz völkerrechtlich verbotener Chemiewaffen nicht dulden würden. Fast unbemerkt adressiert die britische Regierungschefin eines der Ziele des russischen Engagements in Syrien. Der Militäreinsatz vom vergangenen Wochenende, so sagt May, ist also nicht die Eröffnung eines militärischen Endgames um die Nachkriegsordnung in Syrien
Und die britische Premierministerin zielt direkt auf die russische Sorge. Die USA und ihre Verbündeten wollten erneut Versuch machen, mit Waffengewalt einen Regimewechsel weg von einer Diktatur hin zu einer westlichen Regierungsform durchzusetzen. Und ein Großteil des russischen Engagements in Syrien dient ja gerade dem Ziel, genau dem nicht länger tatenlos zuzusehen und den Einfluss der westlichen Führungsmacht USA zu begrenzen. Theresa May, was hat sie jetzt getan? Interessen verraten? Aber vielleicht hat sie auch einfach nur das genannt, was man früher Realpolitik nannte. Sie hat die Interessen ihres Landes definiert, nämlich völkerrechtlich verbotenen Einsatz von Chemiewaffen nicht zu dulden, aber auch nicht dazu beizutragen, dass es zu einer unkalkulierbaren Auseinandersetzung zwischen NATO, USA und Russland kommt. Es ist bemerkenswert realistisch, denn Russland und der Iran werden sich aus Syrien so schnell nicht verabschieden. Sie bleiben ein Faktor und nur mit den beiden und nicht gegen sie wird man eine Nachkriegsordnung schaffen können. Der in der Bemerkung der britischen Premierministerin erkennbare Realismus könnte ein guter Ausgangspunkt sein, damit ich nicht falsch verstanden werde. Man muss Russlands Sicht der Welt, seine Interessen und seine Machtmittel nicht akzeptieren und man darf es auch nicht. Und man muss es auch nicht kommentarlos hinnehmen. Aber man muss Russlands Interessen realisieren. Wer sich mit dem täglichen Russland-Bashing zufrieden gibt, der mag sich dabei genauso wohlfühlen wie mit dem täglichen Trump-Bashing. Aber ändern wird man die Zustände auf diese Weise nicht. Um die russische Perspektive zu verstehen, sich nicht nur in Stereotypen zu bewegen und gleichzeitig die eigene Position auch gegenüber Russland unmissverständlich klarzumachen, darf man sich getrost einiger erfolgreicher Strategien des Westens für den Weg aus dem Kalten Krieg in das Zeitalter der Entspannung erinnern. Es gab zwei wesentliche Haltungen des Westens, die am Ende die Sowjetführung beeindruckten. Stärke, aber auch Kalkulierbarkeit. Beides waren die wesentlichen Bestandteile der Entspannungspolitik zwischen dem Westen und der alten Sowjetunion. Auch die Brandsche Entspannungspolitik ließ keinen Zweifel darüber aufkommen, wo die deutsche Position war. Fest verankert in Europa und im westlichen Verteidigungssystem der NATO. Und gleichzeitig waren wir eben durch die Einbindung in die westlichen Bündnissysteme auch berechenbar, kalkulierbar. Auch der NATO-Doppelbeschluss Helmut Schmidts folgte letztlich dieser Logik. Stärke und Berechenbarkeit. US-amerikanische Repräsentanten in dieser Zeit übrigens halten, in Westdeutschland haben wir sie damals alle als kalte Krieger identifiziert. Ich auch, vor den Toren der Bonner Universität. Henry Kissinger und Ronald Reagan waren zu ihrer aktiven Zeit gerade hier in Westeuropa für uns die Inkarnation des Bösen. Und beide schlossen am Ende Abkommen und Verträge, von denen wir heute noch profitieren, die nuklear abgerüstet haben. Und noch heute profitieren wir von dem Verbot der Stationierung atomarer Mittelstrecken in Europa, das sozusagen von Reagan und Gorbatschow in einem kleinen Weißen Haus auf Island in Reykjavik beschlossen wurden. Mag sein, dass der heutige US-Präsident noch weit weniger dem entspricht, was wir uns in Deutschland und speziell in Europa vorstellen, als damals Kissinger oder Reagan. Die Überlegungen in Washington, eine direkte Begegnung des amerikanischen und des russischen Präsidenten vorzubereiten, um genau diesen strategischen Dialog wieder zu eröffnen, finde ich jedenfalls absolut richtig. Denn man kann Wladimir Putins Rede zur Lage der Nation und die darin vorgenommene Vorstellung aller denkbaren nuklearen Aufrüstungsprojekte in zwei Richtungen verstehen. Natürlich als Machtdemonstration und neue Bedrohung. Sie könnte aber auch das Signal Russlands gewesen sein, dass das Land bereit ist, der aus seiner Sicht empfundenen zunehmenden Bedrohung durch die US-Politik, durch einen massiven Ausbau seiner Militärinvestitionen zu beantworten, wenn es nicht zu erneuten Rüstungskontrollen und Abrüstungsverhandlungen kommt. Nichts anderes ist die NATO-Strategie, Deterrence und Dialog. Beides ist in der Botschaft Putins enthalten. Da eine erneute Aufrüstungsspirale für alle Beteiligten, übrigens auch für uns Deutsche, teuer und gefährlich wäre, lohnt es sich zu testen, welche der beiden Interpretationen der russische Präsident eigentlich verfolgt. Vielleicht hat er selbst die Antwort noch nicht gegeben. Und es ist nicht so, dass Europa dabei nichts zu bieten hätte. Denn nach der Inauguration für Putins nächste Amtszeit wird es Veränderungen in Russland geben.
Nicht durch Proteste auf der Straße, nicht in der Außenpolitik und nicht in der strategischen Ausrichtung russischer Machtpolitik, aber im Innern. Das russische Establishment von den großen großstädtischen Mittelschichten bis zu den Oligarchen weiß, dass es im Bereich der Wirtschaftspolitik großer Reformen bedarf. Die völlige Abhängigkeit vom Rohstoffhandel macht Russland nicht nur verletzbar, es limitiert vor allem die Entwicklung wirtschaftlicher und staatlicher Stabilität. Für diesen wirtschaftlichen Reformprozess aber gibt es nur einen Partner, Europa und vor allem Deutschland. Es ist für uns relativ risikolos, die Kooperation anzubieten, unter der Voraussetzung der Beendigung des Konflikts im Donbass und der Durchsetzung eines Waffenstillstands in der Ukraine. Fest und unmissverständlich verankert in westlichen Bündnissystemen und mit klarer Positionierung mit unseren Werten, aber eben auch bei der Formulierung unserer Interessen, ist es gerade die Aufgabe unseres Landes, transatlantische Beziehungen ebenso zu erneuern, wie immer wieder Wege zur Entspannung und des Dialogs zu suchen. Diese doppelte Aufgabe beinhaltet Risiken und vor allen Dingen viel Arbeit, aber sie nicht zu tun, ist weit risikoreicher. Es ist gerade unsere deutsche Rolle, Dialogkanäle zu erhalten und das Gespräch auch in schwierigen Zeiten zu suchen. Und die alte und auch die neue Bundesregierung werden dies oder haben dies getan und werden dies gewiss auch in Zukunft tun. Es macht gerade in der aktuell angespannten Lage zwischen der EU und der NATO einerseits und Russlands andererseits Sinn, an die Hamel-Doktrin des Jahres 1967 zu erinnern. Ausreichende militärische Stärke als Mittel der Abschreckung sollte immer, so Hamel damals, gepaart sein mit dauerhaften und belastbaren politischen Beziehungen zur Lösung grundlegender Fragen und Problemstellungen. Die zweite Aufgabe dieser Idee des damaligen belgischen Außenministers Pierre Hamel liegt heute allerdings weitgehend brach. Wir stehen, wie gesagt, eher am Beginn neuer Aufrüstungsspiralen, was aber nicht heißt, dass man sich damit abfinden muss. Meine Damen und Herren, angesichts dieser Aufgaben ist unser Verständnis für die notwendige Aufgabenstellung der EU beinahe furchterregend zu nennen. Wir gehen mit der Europäischen Union um, als hätten wir noch eine zweite auf Lager. Da wird auf andere gezeigt, da wird offen gedroht, da gibt es Blockaden, Kampfabstimmungen und nicht zuletzt giftige Klischees. Zu fällen einen schönen Baum braucht's eine halbe Stunde kaum, hat Eugen Roth gedichtet. Zu wachsen, bis man ihn bewundert, braucht es, bedenk es, ein Jahrhundert. Die Spannungen zwischen den Regierungen in der Europäischen Union haben zugenommen. Und indem die Regierungen das Übel in den Verhandlungen in Brüssel sehen, machen sie es den öffentlichen Beobachtern leicht, immer neue Frontstellungen zu entdecken. Der Norden gegen den Süden, der Osten gegen den Westen. Tragischerweise scheint die Europäische Union ausgerechnet in der Phase, in der die Weltlage sie zu mehr Aktion im Äußeren nötigt, das innere Versöhnungsprojekt langsam verschließen zu lassen. Deswegen glaube ich, wir müssen alles dafür tun, dass wir eine Schubumkehr bekommen. Und gerade in der Außenpolitik muss die Europäische Union über sich hinauswachsen. In der unruhigen Welt von heute können wir Europäer uns nur durch den Zusammenschluss behaupten. Meine Damen und Herren, Europa ist schließlich auch ein Projekt, das für unsere derzeit so kriegerische und konfliktreiche Welt etwas anzubieten hat. Das aus Feinden, erbitterten Feinden, einst Partner und dann sogar Freunde werden können, ist vielleicht die interessanteste Botschaft Europas für den Rest der Welt. Nirgendwo auf der Welt gab es bislang ein solches Projekt. Und auch heute gilt, trotz aller Probleme, nirgendwo auf der Welt lebt man so frei, so demokratisch und so sicher wie in den Grenzen der Europäischen Union. Bis heute ist es ein Wunder, dass ausgerechnet diejenigen, die unter dem Terror Deutschlands am meisten gelitten haben, uns danach einluden, um an den Tisch zivilisierter Völker zurückzukehren und gemeinsam ein gemeinsames und friedliches Europa zu bauen. Nicht zuletzt wegen dieses so einzigartig erfolgreichen Beispiels haben gerade wir Deutschen eine Verantwortung für die Zukunft des gemeinsamen Europas. Im Sinne Dahrendorfs liegt aber ein ziemliches Stück Arbeit vor uns, für uns Deutsche und für uns Europäer. Ob wir die Kraft dazu haben? Ich gebe zu, ich weiß es nicht. Aber versuchen müssen wir es und dabei müssen wir bei der Definition gemeinsamer europäischer Interessen beginnen. Und dann, und das ist für uns Deutsche ganz ungewohnt, stellen sich Machtfragen. Dann wird es unangenehm. Aber wie sagte Willy Brandt,
Einmal in einer Rede eines Sozialdemokraten muss man Willy Brandt zitieren. Vor allem, wenn man schon zweimal Konrad Adenauer zitiert. Was sagt Willy Brandt? Es mag so sein, dass Macht den Charakter verdirbt, aber Ohnmacht nicht minder. In diesem Sinn sollten wir uns nicht auf angebliche Ohnmacht ausruhen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.